So, das Ding ist auf. Ja, jetzt hatten wir 3 Minuten getalkt. Sie haben zum ersten Mal die Lösung der 24 Professoren gefunden, des sogenannten Weltrates, beziehungsweise der Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Was ist Ihr erster Eindruck für diese schockierend neue Wende in unserem ganzen Weltbild und Denkbild? Na, also ich hatte vorher schon etwas drüber gelesen, dass die Gesundheitsindustrie oder Pharmaindustrie natürlich Geld mit Medikamenten verdient, und Medikamente muss man nur nehmen, wenn man krank ist. Also macht es wahrscheinlich im Sinne der Profitgier Sinn, dass viele Menschen möglichst krank sind. Und das müsste man umkehren. Ich habe immer gehofft, dass Ärzte schwören ja einen hippokratischen Eid und dass sie sich an den halten. Das hoffe ich auch bei den Ärzten, wo ich selber bin. Das war die größte Entdeckung der Professoren, dass sie den Eid gar nicht halten können, auch bei bestem Willen nicht, weil sich in der Evolution des Schamanismus gewinnbringende Irrtümer angehäuft haben, die mittlerweile auch die medizinische Ausbildung füllen. Und wir wissen es selbst, Sie wissen es auch, wie leicht man bei Studien Fehler machen kann und Irrtümer machen kann. Das wissen wir alle, die wir Wissenschaft machen, wie leicht das ist, auch Daten zu fälschen oder was auch immer. Ja? Und das bedeutet also, dass der Eid da ist. Aber wenn ich mit Fehlinformationen, Irrtümsmemen oder Irrtümern gefüttert bin, wie kann ich dann einen Eid halten, wenn ich überzeugt bin, dass bei der Krebsentstehung und bei der Krebstherapie Ernährungsumstellung keinerlei Rolle spielen darf? Ja, verstehen Sie die Logik? Und das war die größte Entdeckung, dass der Eid nicht nur nicht eingehalten werden kann, sondern dass eben praktisch das Gegenteil gemacht wird aus evolutionsbiologischen Gründen, weil einfach der Arzt sonst nie hätte überleben können in der Evolution, wenn er nicht seine Patienten sich selbst geschaffen hätte, seine Dauerpatienten. Leuchtet das ein? Ja, das macht in dem, so wie Sie es sagen, macht es Sinn, ja. Jetzt müssen Sie nur noch das Ganze auf alle gesellschaftlichen Systeme übertragen. Ich selbst habe ja auch Sozialarbeit studiert und so weiter. Da war ja immer der Spruch, wir sollten uns überflüssig machen. Ja? Nur das Problem ist, wenn ein Arzt oder ein anderer Berufsstand sich überflüssig machen würde, dann hätte er ja keinen Job mehr. Das geht in diesem System nicht, sondern es muss so sein, dass wir als Sozialarbeiter zum Beispiel für das Unterbringen von Menschen in Wohnungen fürstliche Prämien bekommen, und zwar für jeden Tag, Monat oder Jahr, dass derjenige auch tatsächlich, der wirklich auch glücklich darin lebt und zufrieden ist und so weiter. Also wir müssen Erfolgsprämien dafür bekommen, dass wir das Richtige tun, denn sich überflüssig machen in einem System, wo wir davon abhängig sind, einen Job zu haben, geht nicht, wenn wir nicht belohnt werden für unsere Erfolge. Das heißt, andersrum, es gibt einfach zu viele Ärzte für zu wenige Kranke, kann man das so sagen? Denn wenn es weniger Ärzte gibt, dann könnte es ja auch immer weniger Kranke geben, sodass sich das also wie so eine Schraube immer weiter... Sie haben die vollkommen richtige Überlegung. Also wenn die Ärzte, die besten Ärzte, was dann ja bekannt ist an den Statistiken, ja, immer gefragter sind und immer die Leute in den Gesundheitsclubs sich immer gesünder entwickeln, immer seltener krank werden, brauchen wir weniger Ärzte. Aber die gehen dann eben in die Gesundheitsforschung, entwickeln neue Dinge, die auf dem Weltmarkt gefragt sind. Dafür entstehen Arbeitsplätze hier in Deutschland. Und das Ganze gibt einen wirtschaftlichen Zugewinn. Weil der Gedanke, dass es volkswirtschaftlich ein Gewinn wäre, wenn wir viele Kranke hätten, ist ja falsch. Weil jeder Krebskranke fällt ja in seiner Firma aus. Dort kommt es zu Verlusten. Vielleicht war das ein Innovator in der Firma, ein kreativer Innovator, kriegt Krebs und fällt aus. Und die Firma macht weniger Erfolg, verkauft weniger, die Arbeitsplätze gehen verloren. Also volkswirtschaftlich ist jede Krankheit ein Riesenschaden. Also das heißt, ich will es mal hart sagen, wir brauchen die fähigsten Köpfe des Landes,
sollten wir nicht darauf verwenden, eine Armee von Kranken zu verwalten, gewinnbringend, sondern wir sollten die fähigsten Köpfe in der Wirtschaft verwenden, Arbeitsplätze zu schaffen, Innovationen zu entwickeln, umweltfreundliche Innovationen, mitzuforschen an der Bödenentgiftung, an der Umweltreparatur, an einer völlig natürlichen Landwirtschaft, am Rückzüchten von gesundem Gemüse und so weiter und Obst. Ja, also verstehen Sie, es gibt genügend Arbeit, wenn wir es richtig rum belohnen. Da gibt es für jeden Arbeit. Und das machen wir dann auch. Das gibt es auch für, muss ich noch dazu sagen, die Arbeitsamtreform wird so sein, dass es dann heißt Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung, weil die Mitarbeiter kriegen dann fürstliche Prämien, wenn niemand erst arbeitslos wird. Der ruft an, kriegt Hilfe, wird in die neue Firma gebracht, fertig. Ja, so ungefähr. Also, und dafür gibt es dann Prämien, nicht für das Verwalten von Arbeitslosigkeit. Ja, das kann ja die Arbeitsagentur oder die Agentur für Arbeit gar nicht entscheiden, ob es gerade offene Jobs gibt oder nicht, oder? Nein, die Arbeitsagentur kann aber Deals mit einer Firma aushandeln, dass man ihm eine Chance gibt. Die kann sogar die Einarbeitungszeit kann er von seinem Etat finanzieren lassen, weil er weiß, wenn das klappt am Ende, weil er in den Mitarbeiter vertraut, also gerade arbeitslos werdenden sozusagen, vertraut in Kohlemitarbeiter im Kohlekraftwerk, der nicht mehr gebraucht wird. Aber er vertraut an seine Leistungsfähigkeit, seinen Willen und seine Motivation. Und er gibt ihm die Chance, zahlt vielleicht 5.000 Euro, investiert von seinem Etat in den Mitarbeiter hinein und am Ende kriegt er so viel Prämien, dass er am Ende 10.000 Prämien rauskriegt. Ja? Und so rechnet in Zukunft der Arbeitsamtmitarbeiter und dann ergeben sich plötzlich Flexibilitätsmöglichkeiten, die vorher gar nicht denkbar waren. Und wenn er die Leute nur ehrenamtlich unterbringt, in einer ehrenamtlichen Tätigkeit, kriegt er auch Prämien, wenn auch kleine natürlich, ne? Also schwierig, gell? Aber leuchtet so halbwegs ein, dass das eine ganz neue Gesellschaft gäbe? Ja, die also komplett andersrum funktioniert, ja. Wenn das so funktioniert, man müsste das mal komplett irgendwie durchspielen. Geht ja wahrscheinlich mit. Ich mache das seit 40 Jahren, spiele ich das von links nach rechts nach links. Die anderen Professoren, ja natürlich auch Professoren, Doktoren, die machen das auch. Da ist eine ehemalige Bundesministerin dabei. Die machen das natürlich auch, dass sie sich ständig Gedanken machen, wie. Und das ist eben der Grundgedanke. Das gesamte Gesellschaftssystem von der Reparatur, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, so äußert sich Professor Mertens, umzukehren zu Prävention, zur Verhinderung der GAUs, der größten anzunehmenden Unfälle. Ihr erster Eindruck dazu, zu dem neuen Gesellschaftssystem? Und meine Schlussfrage, würden Sie der weltberühmten Greta Thunberg empfehlen, weil dadurch werden übrigens viele Gelder eingespart in der Summe, weil wir volkswirtschaftlich Gesamtgewinne machen. Ja? Und die könnte man sich leisten, fürs Klima zu verwenden. Und wir wären bereit, einen Deal mit Greta einzugehen. Ihr kriegt 900 Milliarden fürs Klima und wir kriegen die Popularität, die ihr habt. Ja? Wir kommen in die Medien. Weil man kommt nicht mit Reformen in die Medien. Ja? Man kommt als Prominenter in die Medien. Greta ist prominent, unsere ehemalige Bundesministerin und die anderen Professoren sind nicht prominent genug, um in die Medien zu kommen. Die sind kein Dr. Eckhard von Hirschhausen, der so ein Promi ist. Ne? Ja, solche Leute kommen sofort in die Medien oder Lesch ist ein Promi. Ne? Aber nicht wirklich hart arbeitende, neu denkende Professoren, da haben die eben keine Chance. Also so Ihr Tipp an Greta, wäre das nicht eigentlich eine erfolgreiche Kooperation, wenn man betrachtet und bedenkt, dass der Erfolg bis jetzt nahe null ist, nach 14 Monaten? Wäre das nicht eine gute Kooperationslösung? Also Sie sagen, der Erfolg der Fridays for Future-Bewegung ist gleich null? Ja, wenn man sich anguckt, was die Regierung tatsächlich macht, dann ist es für mein Erleben als Wissenschaftler so, dass sie es so tut, Merkel sympathischerweise so tut, als ob, liebe Kinder, ihr seht doch, ich versuche euch doch entgegenzukommen. Und faktisch aber das alles so macht, dass der negative Einfluss oder die Kosten für die Wirtschaft nahe null sind. Und damit auch die Änderungswirkung, also die Lenkwirkung. Ja, wenn ich ein Ticket habe der Bahn, ja, beim Fliegen wird ein bisschen teurer, 10 Euro teurer. Bei der Bahn spare ich 10 Euro ein durch die neue Steuersenkung auf den Bahntickets. Aber trotzdem ist das Bahnticket noch doppelt so teuer wie das Flugticket. Also was für eine Lenkwirkung soll denn das bitte schön haben? Ne?
Ja, also gut, dass das Klimapaket der Bundesregierung wahrscheinlich sehr geringe Lenkwirkung hat, das sehe ich. Natürlich, also man kann die Umwelt nicht retten in dem Stadium, wo sie jetzt schon ist, und dabei niemandem wehtun. Das muss, so doof das klingt, das wird irgendwann wahrscheinlich fast jedem wehtun. Ja, und das ist genau das Besondere dieses Ansatzes, denn Sie haben es jetzt noch nicht zu Ende gerechnet, ist ja klar, Sie kennen es jetzt erst 3 Minuten. Wenn Sie es zu Ende rechnen, kommen bis zu 500 Milliarden volkswirtschaftliches Plus jedes Jahr raus. Und mit dem können Sie sogar die Steuern senken, den Leuten nicht wehtun und trotzdem zum Beispiel den Preis für Öl und Benzin verzehnfachen, ja, oder so, ja, also ganz hoch setzen. Weil, wenn Sie die Leute auf der anderen Seite entschädigen, dann kaufen die sich von dem vielen Geld, was sie dann als Entschädigung kriegen, eben entweder das Elektro- oder Wasserstoffauto oder den Brennstoffzelle oder eben stellen sich einfach um auf öffentliche Verkehrsmittel oder kaufen sich so ein Elektrobike, ja? Oder so ein Elektro-Mini-Autobike oder so. Ja, verstehen Sie, wenn Sie viel Geld einnehmen, müssen Sie niemanden wehtun, um ihn trotzdem weg von den fossilen Energien zu bringen. Weil niemand hängt, niemand schnüffelt gerne am Benzin, wenn er tanken geht. Ja, das macht keiner gern. Jeder weiß, dass das giftig ist. Also verstehen Sie das, dass wir das schaffen können, auch ohne weh zu tun? Also ich sehe die Ziele, die dabei rauskommen, dass die Menschen gesünder sind und dass sie Arbeit haben, das sind großartige Ziele. Würde ich, wenn Sie sagen, das funktioniert, dann würde ich sagen, ja, dann mal los. Jetzt geht es mir nur noch abschließend. Jetzt noch 3 Minuten. Ich kann natürlich nach 3 Minuten jetzt nicht. Das ist klar, dass Sie. Das ist klar, dass man jetzt noch das gar nicht endgültig. Ich sage Ihnen ja gleich den Internetzugang, da können Sie das in Ruhe studieren, wie 180 Videos sich anschauen, was die anderen so darüber denken und so weiter. Was die junge Frau denkt, was sie gerade eben interviewt wurde. Und die Sache ist ganz einfach so. Würden Sie, Sie haben jetzt halt die Möglichkeit zum Schluss unseres Gesprächs einfach mal einen Gruß hier an die Fridays for Future Köln, die verfolgen das ja Ganze, mit dem bin ich natürlich im Gespräch, und Greta Thunberg zu schicken, ob es nicht sinnvoll wäre, gleich die ganze Gesellschaft gesünder zu gestalten, wenn es dadurch möglich ist, Gelder zu generieren, mit denen wir dann die Vorreiterrolle beim Klima tatsächlich einnehmen können, ohne jemandem weh zu tun. Das ist ja der Trick dabei. Ja, deswegen so, was würden Sie, Greta Thunberg, können Sie jetzt eine Botschaft senden? Ich denke, es macht Sinn, ja, dass wir die Gesellschaft komplett überdenken und dass das auch ständig geschieht. Natürlich, weil wir haben bis jetzt noch, man sagt ja immer, der Kapitalismus ist das Beste unter den schlechten Systemen. Es gibt noch keine Alternativen, die ausprobiert wurden, aber man muss weiter ausprobieren und deswegen heißt dieses System auch das dritte System, ja? Und mehr, die Professoren würden nie mehr von Greta oder Fridays for Future verlangen, als dass sie sagen, natürlich bleiben wir völlig unabhängig von den Scientists for Future 2, aber wir finden es sinnvoll, dass die ganze Welt in jeder Talkshow mal darüber diskutiert, ob das gut sein könnte oder ob es Haken hat, ne, das Modell. Und mehr als eine kontroverse Diskussion will ja niemand. Ne, ja? Und deswegen so können Sie das den Fridays for Future empfehlen, wenigstens diese kontroverse Diskussion, denn da hakt es so ein bisschen dran, denn die jungen Leute träumen vom zweiten System. Also wir haben jetzt Kapitalismus, erstes System. Die träumen vom Kommunismus, zweites System. Und das dritte System, da wollen sie gar nicht richtig mit in den Dialog. Das, was ich eben geschildert habe, nennt sich drittes System. Ja? Darüber wollen sie gar nicht so richtig talken, weil sie ja fest fixiert sind auf ihr zweites System. Ja? Und deswegen so, was können Sie denen irgendwie was sagen, nachdem wir jetzt immerhin ein bisschen was kennengelernt haben? Ich denke, man sollte darüber diskutieren. Das ist das Mindeste, was man mit jeder Idee machen muss, auch wenn nachher vielleicht rauskommt, eher nicht. Aber im besseren Fall kommt ja raus, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, von der Idee des Kommunismus muss man ein bisschen wegkommen. Das wurde lang genug ausprobiert und hat nicht funktioniert, muss man ja so sagen.
Ich glaube, es gibt dann immer den Traum noch. Ich habe es gerade im Interview, im Internet gibt es gerade die YouTube-Videos mit Professor Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler und so weiter und Kommunisten und so weiter. Und da ist mir der Gedanke gekommen, das Grundproblem ist immer, das wird immer behauptet, es hätte ja den Sozialismus noch nie auf der Welt gegeben, sondern nur so eine Art Staatskapitalismus. Und die DDR und Russland, das wäre gar kein Sozialismus gewesen. Und da gibt es einen Schlusssatz dazu. So, Schlussgedanke ist also nur, dass wenn jemand mit Gewalt eine Revolution durchgesetzt hat und so eine Art Revolutionsführer geworden ist, weil es ihm eben nicht genug nügte, in einer demokratischen Prozess irgendwie zu versuchen, den Kommunismus einzuführen, sondern wenn er es mit Waffengewalt oder Revolution, davon träumen übrigens die jungen Leute bei Fridays for Future, sehr viele davon, träumen von dieser Revolution. Ja? Und wenn ich das geworden bin und bin dann Revolutionsführer, bin ich dann noch so sanft und so friedlich, dass ich eine völlige Demokratie einführe, einen demokratischen Sozialismus einführe, meine Macht wieder abgebe, Andersdenkende nicht mehr diktatorisch angehe? Genau daran ist es ja immer gescheitert, dass die Leute dann Diktatoren geblieben sind. Ja? Und dann auch den Besitz nicht aufgegeben haben, den sie ja quasi von den Reichen enteignet haben. Ja. Die Macht korrumpiert. Das ist vielleicht nicht bei jedem so, oder jemand, der keine Macht hat, der denkt sich, nein, bei mir wäre es nicht so. Aber ich denke, die meisten, die Macht bekommen haben, bei denen hat sich gezeigt, dass sie die Macht sehr gerne hatten. Und da sind wir bei dem genetischen Genegoismus, über den Wissenschaftler sprechen, dass die DNS leider was Egoistisches an sich hat, nämlich immer sich um sich kümmert. Ja, also dann, wir schließen ab. Also. Auf jeden Fall kontrovers diskutieren über das dritte System. Ja, denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, die Klimawärmung oder die Future-Bewegung ist eine großartige Chance und Gelegenheit, über neue Systeme zu diskutieren. Wir haben gerade diesen Diskurs oder die Offenheit für neue Dinge, dass, weil wir wirklich was finden müssen, weil wir viele Bereiche alles umkrempeln müssen eigentlich, um klimaneutral zu werden. Von daher ist diese Idee, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung zu der Future-Bewegung. Ich denke, da, ja, man muss auf jeden Fall darüber diskutieren, wie man die Menschen gesünder macht,